Moin Leute, nach der Pause geht es heute endlich weiter mit meinem Lightroom Workflow Tutorial und heute zeige ich euch zwei Tools, die super einfach zu bedienen sind, aber richtig viel helfen, vor allem für Leute wie mich, die einfach nicht in der Lage sind, die Kamera gerade zu halten. Ich spreche von der Objektivkorrektur und von der Transformation. Geht auch gleich los, viel Spaß. Die Objektivkorrektur findet ihr im Entwickeln-Modul. Dazu drückt ihr die Taste D wie Develop oder klickt hier oben drauf. Und dann findet ihr das hier direkt unter Details, Objektivkorrekturen. Mittlerweile ist es so, dass für fast jede Linse am Markt auch ein Profil existiert. Das heißt, diese ganzen Korrekturen, die gehen weitestgehend, also wirklich automatisch. Es ist auch so, dass Lightroom im Normalfall die Objektive beim Import der Daten erkennt und dann diese Profilkorrekturen automatisch anwendet. Ich habe die jetzt hier aber mal deaktiviert, habe hier diese beiden Häkchen weggemacht und wenn ihr euch das Bild mal anschaut, dann seht ihr, dass hier schon eine leichte Kurve hier in den Ecken ist, also hier ist schon eine Verzerrung und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht es auch aus, als ob hier diese Brücke, dieser Gehweg am Heck von dem Schiff irgendwie so eine leichte Kurve hat. Jetzt klicke ich einfach hier auf Profilkorrektur und schon ist alles super gerade, alles super korrigiert. Lightroom hat erkannt, dass es sich um ein Leica 21 mm Summilux handelt und hat dann automatisch das richtige Profil angewendet. Wenn ihr zum Beispiel Objektive, ja sagen wir mal, an Adaptern verwendet, dann kann es sein, dass die EXIF-Daten nicht korrekt sind und dann könnt ihr hier natürlich auch manuell auswählen, was das für ein Objektiv ist. Also dann könnt ihr hier zum Beispiel sagen, das ist, was weiß ich, hier mein Pentax oder was auch immer. So, neben den Profilkorrekturen gibt es dann noch die chromatischen Aberrationen. Chromatische Aberrationen, das sind Farbsäume, die, ich würde das mal noch ein bisschen größer machen hier, Farbsäume, die ihr zum Beispiel hier seht. Also hier an der Kante von diesem Bild, da seht ihr, ist so ein lila Farbsaum. Wenn ich jetzt sage, chromatische Aberrationen entfernen, dann sind diese Farbsäume weg. Ja, und das war es im Grunde genommen auch schon. Hier unten kann man natürlich noch mal so ein bisschen an der Verzerrung drehen. Also damit kann man noch mal so ein ganz bisschen nachhelfen, aber verwende ich eigentlich nie. Natürlich könnt ihr das auch alles automatisch machen. Natürlich könnt ihr das auch alles manuell machen, hier über diesen Reiter manuell. Dort könnt ihr natürlich auch an der Verzerrung hier korrigieren oder zum Beispiel die chromatischen Aberrationen entfernen. Also wenn ich hier mal reingehe und dann einfach beim Rand entfernen, Intensität lila, dann seht ihr, geht dieser Farbsaum weg. Ja, hier kann man das Ganze noch ein bisschen pimpen, kann auch den lila Farbton festlegen und das Ganze auch für einen grünen Farbton, also grünen Farbsaum machen. Aber ganz ehrlich, ich bin super faul. Ich mache die Profilkorrekturen, alles automatisch und dann passt das schon. Hin und wieder benutze ich auch mal alte Linsen, also gerade so ein bisschen so Vintage-Glas. Das finde ich persönlich sehr spannend. Und in dem Fall muss ich sagen, habe ich gar kein großes Interesse daran, diese ja vermeintlichen Fehler oder Unzulänglichkeiten zu korrigieren, weil oftmals ist es ja auch so, dass das, was wir hier ja als vermeintlichen Fehler ansehen, irgendwo auch den Charakter von einem Objektiv ausmacht. Also das müsst ihr natürlich dann letztendlich selbst entscheiden. Hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Motiv ab. Also ich finde gerade so ein Bild wie dieses hier, das muss einfach gerade sein. Also wenn das nicht gerade ist, dann kann ich nicht einschlafen. Dann, mein innerer Monk, der möchte einfach, dass so etwas gerade ist. Ja, und für diesen inneren Monk, da ist auch die Transformation ganz super. Gerade jemand wie ich, der halt auf der einen Seite so einen gerade Tick hat, also ich bin jemand, der schon darauf achtet, dass die Linien alle gerade sind, aber auf der anderen Seite passiert es mir halt auch sehr häufig, dass ich einfach die Kamera schief halte und ich kann mich anstrengen, so viel ich will, so einen kleinen Drall, den habe ich halt einfach ganz, ganz oft. Ja, wenn ich jetzt mal hier unter die Objektivkorrekturen in Transformieren gucke, da gibt es mittlerweile etwas, das ist super klasse, das ist die Auto-Upright-Funktion und die macht mit einem einzigen Klick das Bild gerade. Lustigerweise oder sagen wir mal zum Glück funktioniert das auch wirklich in, ja, ich würde mal sagen,
80-90% der Fälle wirklich sehr gut. Manchmal muss man allerdings nochmal von Hand ein bisschen nachkorrigieren. Ihr könnt dazu zum Beispiel hier unten diese Regler benutzen. Das ist das, wie es auch früher ging. Also in den ersten Lightroom-Versionen, da konnte man auch schon Bilder begradigen, musste aber hier an den Reglern so lange zuppeln, bis es dann irgendwann passte. Und das ist ehrlich gesagt schon manchmal ein bisschen nervtötend. Gerade vor allem, wenn man halt viele Bilder hat. Dann, dann hilft natürlich das Auto Upright hier. Es kann aber sein, dass Auto Upright nicht perfekt funktioniert. Und dann könnt ihr das natürlich auf der einen Seite manuell machen oder wie zum Beispiel in diesem Bild. Wenn ich hier Auto mache, dann seht ihr, so richtig gerade ist das nicht. Also gerade hier diese Kante rechts und hier auf der linken Seite, da sieht man also die Linien, irgendwie wurde das nicht so perfekt korrigiert. Übrigens, kleiner Einwurf an der Stelle, wenn ihr hier unten solche weißen Ecken habt, dann liegt das einfach daran, dass die Korrektur so heftig war, dass dort unten nicht genug Fleisch war und ja, dort im Prinzip einfach nichts mehr ist vom Bild. Ihr könnt das dann natürlich von Hand zurechtkroppen oder ihr sagt hier unten einfach Zuschnitt beschränken. So, jetzt, was machen wir, wenn wir hier mit Auto nicht weiterkommen? Also entweder ihr macht das hier unten mit den Reglern oder aber, was ich persönlich sehr klasse finde, ich kann Hilfslinien ziehen. Entweder ich sage hier mit Hilfslinien oder klicke hier auf dieses kleine Icon und jetzt ziehe ich mir einfach dort Linien, wo ich sicher bin oder der Meinung bin, dass dort das Bild gerade sein sollte. Diese Linien, die solltet ihr möglichst weit an den Rändern setzen, denn je weiter ihr außen seid, umso besser funktioniert die Korrektur. Gibt da natürlich auch Ausnahmen, aber ich fahre da eigentlich immer ganz gut mit, die möglichst weit außen zu setzen. So, jetzt ziehe ich mir hier noch eine Linie und dann ziehe ich hier nochmal so eine Line. Ja, und das sieht doch schon deutlich besser aus als vorher. Und jetzt ist das Bild halt so gerade, wie ich auch meine Linien gerade gesetzt habe. Klar, das kann natürlich auch sein, dass man sich da mal vertut, dass man da mal ein paar Pixel daneben liegt. Aber das Gute ist, das kann man dann eigentlich relativ schnell wieder korrigieren. Ja, und diese Kombination also aus der Objektivkorrektur und dem Transformieren, die ist eigentlich wunderbar für Leute, die gerne ihre Bilder gerade haben möchten. Also hier hatten wir jetzt zum Beispiel die Objektivkorrektur angewendet. Wenn ich jetzt nochmal hier sage, transformieren Auto, dann seht ihr also, dass auch diese leichte kippende Linie weg ist. Ja, und gerade bei so einem Bild, finde ich, ist das schon extrem wichtig. Das ist auch in vielen Fällen das, was ich mit als erstes mache. Also weil ich finde, wenn so ein Bild schief ist, dann mag ich auch gar nicht da großartig dran rumbearbeiten. Also in vielen Fällen fange ich tatsächlich damit an, dass ich erstmal hier Objektivkorrekturen und Transformationen anwerfe, bevor ich dann halt irgendwie weiter bearbeite. Ja, hier muss jetzt im Prinzip nur noch irgendwie so ein Preset drauf und dann ein bisschen an der Dynamik arbeiten. Ja, und schon ist das Bild fertig. Viele von euch, die kennen das vielleicht. Das ist so eins meiner Lieblingsbilder aus dem Seafarers-Projekt. Das war es eigentlich schon. Ihr seht, Objektivkorrekturen und Transformationen, super easy Tools, sind von der Bedienung halt echt einfach. Wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, wie das früher war, dann ist das schon echt ein großer Segen. Und ich finde, das hat Adobe auch wirklich von der Bedienung her sehr, sehr gut umgesetzt. Ich muss sagen, Auto Upright ist schon so eine kleine heimliche Liebe.